Ja, servus, ich melde mich hier aus Wolfsburg, aus der Volkswagen Arena. Der FC Bayern hat 2:2 gespielt gegen den VfL Wolfsburg, somit auch beim dritten Spiel nach dem Meistertitel, nach dem fixierten Titel, ohne Sieg geblieben. Was ist aufgefallen beim Spiel? Erstens, Robert Lewandowskis Auftritt versprühte einen Hauch von Abschied. Es ist ja das Thema aktuell beim FC Bayern. Wie geht es weiter mit dem Starstürmer? Vor dem Spiel hat Hasan Salihamidžić betont, dass Lewandowski auch in der nächsten Saison bei Bayern spielen wird, dass er erst 2023 den Verein verlassen darf. Jetzt nach dem Spiel hat Lewandowski selbst gesagt, dass es gut möglich ist, dass es sein letztes Spiel hier war. Und sein Auftritt hat auch einen Hauch von Abschied versprüht. Nach dem Spiel ist er als erstes in die Kurve gegangen, hat dort lang den Fans applaudiert, sie haben zurück applaudiert. Es ist offenbar auch die ein oder andere Träne geflossen. Dann hat er die Torjägerkanone bekommen, hat vorher sein 35. Saisontor geschossen, zum zwischenzeitlichen 2:0, am Ende 2:2 ausgegangen. Mal schauen, ob er nächste Saison noch einen Anlauf auf die Torjägerkanone nimmt. Nummer 2, Jamal Musiala überzeugt in der ehemaligen Sané-Rolle. Musiala war heute in der ersten Halbzeit einer der Besten, war auch eine starke Halbzeit von Bayern. Er hat da auf der halblinken Seite gespielt, wurde unterstützt von Davis, der als Linksverteidiger immer wieder bei eigenem Ballbesitz sehr weit nach vorne gegangen ist. Musiala deswegen ein bisschen ins Zentrum gerückt, hat dort seine technische Klasse ausgespielt, gute Kombinationen angezettelt, ein oder andere starke Dribbling gezeigt. Ganz stark war seine Aktion in der 24. Minute, als er dann auch getroffen hat, aber das Tor wegen Davis Abseitsstellung zu Recht nicht gezählt hat. In der zweiten Halbzeit hat er nachgelassen etwas, aber die ganze Mannschaft auch. Als Sané dann eingewechselt wurde, ist Musiala auf die rechte Seite gewechselt. Und Nummer 3, Josip Stanisic empfiehlt sich für weitere Einsätze. Er stand heute zum ersten Mal seit Mitte März, seit dem Spiel gegen Union Berlin, in der Startelf. Hat das rechte Glied in der Dreier- oder Viererkette gegeben, je nachdem wie weit Alphonso Davies auf der anderen Seite aufgerückt ist. Defensiv hat er sehr gut gemacht, auch offensiv Akzente gesetzt. In der 17. Minute hat er per Kopf die zwischenzeitliche Führung erzielt. Ganz stark auch seine Aktion in der 28. Minute, als er geklärt hat vor dem Einköpfbereiten Max Kruse. Einziger Wermutstropfen, Stanisic konnte die beiden Flanken vor dem Gegentor nicht verhindern. Aber vor allem bei der zweiten wurde er auch von Goretzka, der nicht genug nach hinten nachgerückt ist, etwas im Stich gelassen. Danach gab es auch noch eine kleinere Diskussion zwischen den beiden auf dem Platz. Trotz allem, Trainer Julian Nagelsmann hat Stanisic gerade bei der Pressekonferenz sehr gelobt für seinen Auftritt.